So, guten Morgen alle miteinander. So, mein heutiges Thema lautet Memmingen-Hühnerberg. Ja, genau, Memmingen-Hühnerberg. Wir haben jetzt, Moment, wir haben, ach gut, wir haben, oh, ich sehe es gar nicht mehr. Wir haben Montag, den 10. Juni 2017, 5.23 Uhr. 2017. So. Die aktuelle Lage am Hühnerberg ist eigentlich so, dass wir eine Siedlung hingebaut bekommen haben am Hühnerberg. Das heißt so viel wie, ja, wir haben eine Siedlung hingebaut bekommen und zwischen Reich und Arm läuft es eigentlich sehr gut, obwohl jetzt keine Komplikationen und Schwierigkeiten aufgetreten sind. Dabei muss man sagen, das ist ein bisschen außerhalb am Hühnerberg, das ist ein bisschen auf der Autobahn hingebaut worden. Genau, und nun soll ja der rote Block abgerissen. Also das ist jetzt Baustelle. Man sagt, er gehört abgerissen. Jetzt weiß ich das nicht. Vielleicht wird es auch bloß renoviert. Oder vielleicht wird es bloß renoviert. Oder er gehört abgerissen. Das weiß man nicht so weit. Sollte es aber so sein, dass da neue Siedlungen entstehen. Und ich weiß, in 2 Jahren, denke ich mal, in 2 Jahren wollen sie bestimmt auch die Häuser hier herrichten und renovieren. Das ist jetzt aber auch nur ein Gerücht, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber mir hat man das so gesagt. Beziehungsweise, wenn jetzt da neue Siedlungen am Hühnerberg entstehen, ja, dann könnte es sein, ich weiß nicht, wie das Zusammenleben zwischen Arm und Reich funktionieren soll, wenn die so dicht aneinander leben. Ja. Das sind Menschen, die leben in Wohlstand und haben gute Arbeiten und Jobs zu verrichten. Ja. Ein anderer, sag ich mal so, hat vielleicht auch einen Job, vielleicht hat es 4 oder irgendwas, anderer hat vielleicht gar nichts. Und dann kommt es auf die Lebenseinstellung darauf an, ob sie zu faul sind zu arbeiten, die meisten, oder ob sie nichts tun wollen oder keine Arbeit finden oder überhaupt. Jetzt keine Ahnung, wie das so ist oder kann jetzt da nichts sagen in der Richtung. Und wie einfach das Zusammenleben am Hühnerberg funktionieren soll zwischen Reich und Arm. Nun, liebe YouTube-Zuschauer, ich gehe auch arbeiten. Ja, ich habe zwar kein Hartz IV, lebe aber am Hühnerberg. Ich muss allerdings sagen, ich werde natürlich sicherlich versuchen, klarzukommen mit diesen Umständen. Natürlich müssen wir miteinander zusammenleben können, müssen, weil wir können es eh nicht ändern. Ja, so weit, so gut. Da die Situation. Ich wohne jetzt einmal am Hühnerberg in Memmingen. Wenn es renoviert gehört, sollten wo ich wohne jetzt beispielsweise mein Haus renoviert oder was innen gemacht werden müsste, dann müsste ich ja ausziehen. Das heißt so viel wie Wurzel Tommy, wenn das so wäre, würde ich beispielsweise entweder wieder in meine Heimat ziehen, nach Immenstadt, oder ich werde nach Hamburg ziehen. Also sofern ich dann mit meinem Betreuer nochmal mich auseinandersetzen werde, wenn das so kommen würde. Entweder, wie gesagt, nach Hamburg oder nach Immenstadt ziehen. Das heißt, Wurzel Tommy, Chicken Hillsong wird so nicht wieder geben. Aber ich werde euch natürlich auf YouTube erhalten bleiben, sofern mir das möglich ist. Genau. Und was ich da sagen möchte, ich meine, wir müssen alle klarkommen im Leben miteinander und es ist sehr wichtig, dass wir klarkommen lassen. Sonst hätte ich den Song nicht geschrieben. Der Chicken Hill Song heißt für mich so viel wie Zusammenleben. Beim ersten Song. Bei meinem zweiten Song, der Chicken Hill Song, Teil 2, hat man bestimmt auch gehört. Da habe ich ein bisschen übertrieben mit dem zweiten Song, weil ich nicht wusste ungefähr, wie die Menschen auf Arme reagieren. Ja, deswegen habe ich da Vorurteile gestellt. Es tut mir leid, dass ich den zweiten Song einfach geschrieben habe. In dieser Hinsicht
konnte ich nicht ahnen, dass die uns in Ruhe lassen. Und ich habe da Vorurteile gehabt und habe sofort einen zweiten Anti-Hühnerberg-Song geschrieben und habe die reichen Leute damit beleidigt. Es tut mir einfach leid, dass ich das getan habe mit diesem Song. Es ist schon mal auf YouTube drin, kann ich nichts ändern. Aber ich kann mich nur damit so höflicherweise entschuldigen. Als Christ tut man das. In diesem Sinne sage ich dann Servus, euer Wurzeldomi, macht's gut und kommt's gut zur Arbeit. Gell? Das tue ich nämlich jetzt auch dann, wenn es bald soweit ist. Servus!